So, da sind wir wieder in dieser wunderschönen oberen Kuppel und sehe da, ein Schattenkomet ist da und den werden wir jetzt in der reifen Ozeangalaxie angehen. Bam, 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 bam. Im Anflug auf Schattenkomet. Ja, komm, überhol den Schatten. Okay, mein Cursor war nicht da gewesen, aber wir haben drauf gerückt. Immerhin. Überhol den Schatten. Wo ist er denn? Da ist der Stern. Und der Schatten, der wird sich gleich noch aus der Materie heraus ergeben. Beziehungsweise sich zusammenstellen. Aus kosmischer Energie. Oder so ein Quatsch. Quatsch. Ich wollte Quark und Quatsch sagen. Was daraus kam, Quatsch. Egal. So, einmal zu Mario Kart Duell und los geht's. Yay! Und wir haben da einen roten Panzer, den müssen wir natürlich ganz schnell haben. Und den haben wir auch schon, sehr gut. Er war ein bisschen schnell mit dem roten Panzer drin gewesen, aber kriegen wir noch aufgeholt. Oh, wir haben Fehler gemacht. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof hier. Eieiei, haben wir jetzt aber grad, wow, den kriegen wir auch nicht hin. Okay, ja gut, ist okay. Ich glaube, wir fahren nochmal runter, ne, oder? Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Nee, der ist schon wirklich sehr, sehr weit von. Vor allen Dingen, wir knallen auch so die ganze Zeit. Komm, wir machen mal hier. Und tschüss. Machen wir selbst mal kurz. Bom, passiert. So, nochmal. Also, das war schon mal ein schlechter Start. So macht man es nicht, meine Damen und Herren. Nee, so macht man es nicht. Und los geht's. Oh, wie geil. Oh, das war fast gut gewesen. Ich dachte, ich könnte nochmal, komm schon, komm schon, komm schon, nein, runter, runter, runter. Und jetzt, komm schon. Ja, nein! Oh, ist er wieder weggeschossen. Wieso denn? Dankeschön jetzt aber. Los, los, los. Den holen wir nochmal auf hier, den Schmierfink hier. Den kriegen wir noch. Oh, okay, den brauchen wir nicht in den Ring. Den können wir ohne den Ring machen. Das geht auch ohne Ring. Kein Problem für uns. Hm, der ist ein bisschen schneller unterwegs, als ich dachte. Okay, muss jetzt schon perfekt machen, sonst wird er wirklich sehr, sehr wenig. Bis gar nichts. Ja. Das war schon mal nix. Gut, gut, gut. Hier nochmal natürlich. Und nochmal. Hallöchen, Luigi Nase. Du siehst sehr schön aus heute. Du hast eine Nase, eine schöne längliche Nase und einen Schnauzer. Naja. Wow, du hast das Ding gemacht. Durch, Luigi. Ach, Luigi. Ach, Luigi, Luigi, Luigi. Diese Stinkssteuerung ist auch manchmal echt ein bisschen komisch hier. So. Jetzt schön oben bleiben, nirgendwo rangehen, rankommen. Und immer schön die Ringe mitnehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wunderbar. Und noch der Ring, guck mal, sind wir schon viel, viel näher dran, Jamin. Gut. Okay, da ist ein bisschen langsam gerade. Ja, und dann noch mit so weit hier, sehr schön. Ja, wird wieder nichts. Schade. Wir noch ein bisschen schneller sein. Schade. Sehr, sehr schade. Und im Streamstand unterhalten sie sich gerade wieder alle wunderschön untereinander über irgendwelche lustigen Namen. Und der Quali überlegt, ob er auch streamen möchte. Ist das nicht toll? Oh, da hat Justin gerade eine schöne lange Nachricht geschrieben. Die werden wir gleich mal vorlesen. Tot, tot. Aber jetzt haben wir das geschafft. Das wäre schön. Nein, komm, komm, komm. Na, oh, komm. Ey, sag mal, Luigi, bring mich um hier. Komm. Ist okay. Passt schon. Oh, was war das denn? Ich war irgendwie ganz komisch unten gewesen. Okay. Okay, nochmal. Ah, die Mission war gar nicht so schwer gewesen. Also die war echt nicht schwer, die Mission. Die ist halt nur ein bisschen, ja, doof. Yoshi möchte die ganze Zeit den Bosa-Entwurf machen, damit wir die wieder Kometen freischalten. Aber das werden wir, glaube ich, etwas später, denke ich mal, machen. Und ja, dann gucken wir mal, ne? So, jetzt sind wir schön perfekt. Das war sehr, sehr gut. Das war schön schnell. Jetzt noch hier die Ringe mitnehmen, ich wollte schon mehr rechts bleiben, aber diesmal. Nein, 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 nein. Komm schon, dankeschön. Oh, Ma Luigi, ey. Gibt's doch nicht. Komm schon, Luigi, runter.
Vielleicht nehmen wir doch mal kurz die Nachricht von Justin vor. In meiner Schule Karneval, in meinem kleinen Pissraum gefangen, mit allen Schülern Klasse 5, es hat jede Klasse in einen Raum, Aula, dann ohne Fenster, ohne Trinken, darf sie nicht raus, Leute, laut übersteuerte Musik und dann Berliner. Und dann Berliner von Real verkaufen, die 50 Cent kosten. Und dann geht's noch ein bisschen weiter, aber gerade wieder ein bisschen Kostüm spielt. Okay, perfekt, haben wir. Komm schon, Luigi. You can do it. You can do it. I believe in you. I believe very much in you. Lustig ist, wenn man die ganze Zeit hier berührt, wie man das jetzt Sternteile aus ihnen raus. Das ist auch lustig. Kann man, glaube ich, auch sehr gut Sternteile mitfahren. So, jetzt aber. So, jetzt aber hier. Na, jetzt haben wir doch, ne? Ah, das sieht gut aus. Unser Stern. Geht doch. Und dann Berliner von Real verkaufen, die 50 Cent kosten. Was für ein Scheiß. Und man darf nicht sitzen, was aber immer geheim gemacht worden ist. Das ist jedes Jahr ein Lehrer auch noch da. Ach ja, oh Gott. Um diese Karneval zu feiern, ey. Nico ist nicht Lucky Luke. Seid Schatten schneller. Das stimmt. Ich habe auch nie Lucky Luke geschaut. Aber ich fand Lucky Luke mal sehr, sehr langweilig. Das war nicht so meins. Allgemein so. Ist ein Thema. Ah, 2 Stunden lang. Ey. Arme Justin, ey. Okay. So. Nachdem wir den Schatten gemacht haben, geht's wieder weiter in unsere Reifungsjahr-Galaxie. Und vielleicht können wir uns jetzt mal ein bisschen nass beglücken und ein wenig den Schweiß abtrocknen im Wasser. Super schnell! Ping-Ping-Rennen! Ping-Pong-Rennen, wäre lustiger, aber egal. Es ist ein Ping-Ping-Rennen. Ich glaube, die ist auch Ping-Ping, ne? Die Pinguine. Oder ist das jetzt nur Pinguine? Oder steht Ping-Ping, ne? Ich glaube, die ist echt Ping-Ping. Komischer Name. Egal. Da sind die kleinen Pinguine. Hier sind noch ein paar Sternteilchen. Ich glaube, wir reden mal mit dem Pinguin. Oh, wir reden jetzt voll mit den Toadies. Na? Ah, now. Ich konnte das Pinguinrennen nicht gewinnen. Aha. Na, wenn du am Pinguinrennen teilnehmen willst, rede mit dem Anführer der Pinguine. Also, es ist doch Pinguine. Und selber jetzt links, jetzt bist du zu schwimmen. Das hier ist, glaube ich, der Anführer. Das ist noch Captain Toad. Der genau stellt keine bösen Sachen mehr an. Hi, habe ich euch eingeschüchtert? Was hast du noch? Ich verrate dir was Nützliches. Wenn du die Ringe im Wasser schwimmst, wirst du schneller. Alles klar. Dich haben wir schon, ne? Dich haben wir schon. Du bist eine Schildkröte. Dich kann man benutzen. Ah, na. Ja, bis dauert das noch etwas. Warte noch ein bisschen. So. Nimm mal den Panzer mit. Warum nicht? Bom, bom. Und jetzt, glaube ich, der Anführer. Mit dem reden wir gleich. Oder auch hier mit ihm reden, oder? Ich kann nicht reden. Alles klar. Lass rennen, Mann. Lass rennen. Okay. Ja, das Pinguinrennen will jeden Augenblick beginnen. Machst du auch mit? Ich mach es. Alles klar, das Rennen beginnt. Gott. Los geht's, das wird ein Spaß. Rennen können wir so gut. Weißt du, die Reifenzieher nur benutzt, um Rennen zu machen? Das ist irgendwie komisch, aber okay. So. Und wir sind Vierter. Dritter sind wir schon. Guck mal, wir waren gut hier. Zweiter sind wir schon. Ich glaube, ich hatte irgendwie schwere Nennung gehabt. Erster. Okay. Wir sind Erster. Das ist ja voll einfach. Das ist so einfach. Ja, das ist voll einfach. Ja, das ist ja gar nicht so schwer. Wo sind die denn? Ich weiß mal, ich kann mich noch erinnern, dass ich jetzt an der Stelle hier damals überholt hatte im Pinguin. Aber da ist ja hier gerade echt ein Witz. Wo sind die? Soll mal rechts sein. Nehme ich gern so hin. Und das war's. Unter 1,15. Nicht schlecht, muss ich sagen. 1,71. Du hast es drauf. Hier eine Goldmedaille für einen Champion. Ein Stern. Juhu. Too easy for you. Ja, so ungefähr. So, was noch was zu sagen?
Bis dann. Hast sehr viel zu sagen. Nach Welt 5 wäre der Bowser-Entwurf am besten, weil man dann, weil dann Mario keine Lyrakomet mehr da sind. Kannst du einfach ein neues Welt 6 Level machen. Ja, wir gucken mal. Vielleicht machen wir noch die Welt hier fertig und dann machen wir vielleicht. Ist das hier gelb? Ist das nicht hier sogar gelb? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt siehst du mal nach dem Maschinenraum. Machen wir ja den Boss. Ja, muss ja, ne? Da kann man damit nicht warten. Das ist halt so einseitig zum Schluss. Das ist halt das Problem, ne? Ha, wenn wir sehen. Warte mal, wir haben Gummiluma da. Warte mal, machen wir erstmal den. Der ist viel besser. Gummiluma, ich komme. Was hast du denn schönes zu essen da? Ja, wo ist denn der kleine Luma? Wo ist er? Da oben ist er. Da oben ist ein kleiner, dicker, süßer Luma. Noch ist er dünn für sein Verhältnis, aber gleich wird er fett. La 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 la. Hey du, da hast du keine Sternteile. Ich will Sternteile essen, ganz viele will ich davon essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile, wenn ich 1000 esse, verwandle ich mich. Oh, geil. Mein Bauch ist voll. Verwandlung. Verwandlung. Ach ja. Der Galaxie wurde geboren. Und rein da zu ihm. Mal gucken, was er schönes geworden ist. Sandstromgalaxien ist dein Lieblingspilz. Ist dein Lieblingspilz. Schön. Das ist eine schöne Mission. Das ist echt eine tolle Mission. Ach, du bist schon weg? Ja gut, dann geh halt weg. Fällt voll cool, wo der seinen nächsten Spawnpoint hat. Guck mal, da ist er jetzt gelandet. Das ist das einzige Mal, dass er da hinten so weit im Spiel landet. Das ist am meisten eher früher dran. Ist hier irgendwas hier eigentlich am Anfang? Nee, ist einfach nur ein Schiff, so ein kaputtes, ne? Schade. Naja. Warum muss man eigentlich hier rüberspringen? Keine Ahnung. Ist sonst aber, glaub ich, nicht, ne? Nee, gibt's glaube ich nicht. So, ja, was nehmen wir denn Schönes? Wir haben zur Auswahl. Geist oder Biene? Was sollen wir nehmen? Ich warte mal auf den Chat. Mal gucken, wer was zuerst schreibt. Das erste, das nehmen wir. Bisher wurde noch nichts im Chat geschrieben. Und ja, es sind nur 6 Leute da, weil halt. Boah, halt. Mie. Sind halt nicht viele da. Mal gucken, wer schreibt zuerst Geist oder Biene? Wer schreibt das zuerst rein? Na. Wer ist schneller? Na, noch habt ihr die Chance. Noch könnt ihr interaktiv. Biene! Die Biene wurde gewählt. Die Biene nehmen wir. Was sagt denn der Tony zur Biene? Aber. Na, dieser gelbe Pilz sieht lecker aus. Okay, gelbe Pilz sieht lecker aus. Und was sagt er hier? Dieser weiße Pilz hat jetzt Saison. Der Saison. Geil. Saison hat er auch noch. Richtig geil. Aber es wurde gewählt. Die Biene wurde als erstes genannt. Oh, das war fast mal gefallen. Und die benutzen wir jetzt auch. Da wollen wir mal. Luigi, du bist so cool. Aber was hat jetzt eigentlich der ein andere Tod? Das habe ich jetzt, glaube ich, das werde ich nicht überleben. Doch, das werde ich überleben. Kreisch, eine Biene. Fisch hatte noch mal andere Text haben. So. Und los geht's. Okay, das haben wir schon mal. Station 1. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein. Warte. Oder muss ich den eben benutzen? Nee, ich will die Biene haben. Warte. Ich will die Biene haben. Jetzt ist die Biene weg. Nee, die ist noch da. Aber ich krieg die nicht mehr. Okay, jetzt habe ich aus Versehen den eingesammelt. Sorry. Hä? Was? Hä? Warum wurde ich einfach auf einmal zurückverwandelt? War ich aus Versehen außerhalb des Bereichs oder was? Das kann sogar sein, weil man sonst überall außenrum fliegen könnte. Eigentlich voll die clevere Idee, muss ich ja sagen, ne? Das ist echt voll die gute Idee. Oh, das wird wehtun, ne? Ja, wird wehtun. Naja, gut. Eine interessante Idee. Dass man zurückverwandelt wird in bestimmten Bereichen des Spiels dann halt. Wenn man zu weit weg geht. Aber wir wollen mit Biene machen und das machen wir jetzt auch. Biene. Das heißt, ich kann so nicht hin. So, noch bin ich da, noch bin ich hier. Sehr interessant. Also hier Biene behalte ich aber die ganze Zeit. Nur, wenn ich den Geist benutze,
und damit ein bisschen weiter weg, woanders hingehe, als ich sollte. Genau, der verwandelt sich zurück. Das ist ja lustig. Ein Feature im Spiel, was nur einmal verwendet wird. Das ist ja lustig. Na gut, dann fangen wir mal an. Mit Biene. Biene, 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 Luigi. Wow, 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 wow. Wir sind noch nicht fertig, mein Lieber. Gut. Drehen. Achso, das war so gedreht. Pom 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 pom. Okay, und immer noch soll ich den Dings benutzen, mal ja aber nicht. Oh, Hilfe. Hilfe. Okay, haben wir. Und das ist jetzt zum Glück ganz easy. Da können wir ganz einfach hinfliegen, hoffentlich. Oh, das war knapp gewesen mit der Biene. Mit der Dings, aber alles gut. Wunderbar, und da ist auch schon unser Stern. Sprechen. Ich kann jetzt gerade nicht vom Mond. Das ist ein Mond. Kann man eigentlich hinten den Schabbat hier so eigentlich hinten ist? Ich will es einmal nochmal wissen. So. Ach, das ist einmal nochmal hier, das ganze Ding. Okay. Komm, meine Spende nicht an. Bei dem Tankster, du hast doch schon gespendet gehabt vor einem Tag, mein Lieber. Also, die kam an. Vor einem Tag. Hi, wird dir für deine coolen Videos und Streams einfach mal was zurückgeben. Die kam an, Tankster. Keine Sorge. Ne? Also ist ja auf jeden Fall verzeichnet. Und die habe ich auch vorgelesen gehabt. Vor einem Tag. Kann sein, dass du mich nicht mitbekommen hast. Naja. So, auf jeden Fall, jetzt kommt das Lustigste. Nämlich das Laufen über diesen wunderschönen Kreisrand Dingenskirchen. Hab nochmal. Oh, hast du nochmal. Dann sehe ich gerade gar nichts. Also ich habe ja auch gerade die ganzen Donations und so weiter aus, weil wir das ja hier so ein Live-Display mäßig haben. Das heißt, alles ist aus. Aber ich sehe jetzt auch gerade so hier im Tippy-Stream-Board gerade nichts verzeichnet. Nee. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da kann ich dir gerade leider nichts zu sagen. Warte mal, wir können es hier ein bisschen abkürzen, oder? Ja, perfekt. Und wir haben den Stern. Wunderbar. Nee, steht da nichts verzeichnet, mein Lieber. Tut mir leid. Und natürlich auch ein wunderschönes Hallöchen an Matti Georg. An Matthias oder Georg? Ich hab's ja fast vergessen. Was, Matthias oder Georg? Ich glaube, das ist Matthias. Das hast du schon gesagt, sie ist dein Lieblingsbild. Wunderbar. Neue Bestpunktzahl. Stelltabelle zurückgebracht. Sehr schön. Speichern. Jawohl. Delete.